Es wird alles gut. Wir müssen uns nur kurz besprechen, okay? Oh, verstehe. Es geht um das Mädchen. Ah, Williams! Wie wäre es damit? Wir lassen sie gehen und dafür lassen sie uns in Ruhe. Klingt das fair? Ich glaube nicht, dass ihnen der Ernst der Lage bewusst ist. Das Gebäude ist umstellt, es ist vorbei. Ihre einzige Option ist es, mit uns zu kooperieren. Okay, wir ergeben uns. Aber zuerst töten wir das Mädchen. Was bist du für ein Drecksack? Nein! Nein? Klingt, als ob sie alles bekommen, was sie wollen. So funktionieren Verhandlungen nicht. Ein Kind zu erschießen wird nur ihre Aussichten vor Gericht verschlechtern. Ach kommen Sie, wir wissen beide, dass ich so oder so am Arsch bin. Wir erschießen sie, wenn sie eine falsche Bewegung machen. Das heißt, unsere einzige Chance ist es zu kämpfen. Scheiße. Oh Scheiße. Tut mir leid, Williams. Was zur Hölle, Sora? Stopp, letzte Warnung. Bitte, Moon, nimm die Waffe runter. Gut, leg den Handschellen an, Jungs. Oh! Sora ist ja cool. Dad! Es ist vorbei, Laura. Du bist in Sicherheit, okay? Okay. Ist alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, ich bin nicht verletzt. Bringen Sie heraus, los. Komm, Laura. Danke. Oh. Wir sind aber am Arsch. Ach, vielleicht war es ja gut, dass wir dem Typen am Hafen geholfen haben. Wir nehmen jetzt einfach den sein Boot und verpissen uns. Und keiner weiß wohin. Und das waren sie. Die ereignisreichsten Tage meines Lebens. Und vielleicht auch der garianischen Geschichte. Letzten Endes haben wir nie herausgefunden, wer hinter den Befreiern steckte. Wir waren so nah dran gewesen. Aber die Beweislast hatte nicht für eine konkrete Anklage gereicht. Irgendetwas musste uns entgangen sein. Zum Glück kam es nie zu weiteren Auftritten oder Anschlägen der Befreier. Sie haben sich anscheinend einfach in Luft aufgelöst. Eines ist sicher. Angesichts der Daten, hinter denen die Befreier her waren, musste es eine Operation unter falscher Flagge gewesen sein. Offenbar hatten sie das Ziel verfolgt, die Spannungen zwischen Gaara und Drovia zur Eskalation zu bringen. Aus welchem Grund auch immer. Dass eine Gruppe garianischer Extremisten alles daran setzte, Gaaras Verbrechen publik zu machen, ergab in meinen Augen einfach keinen Sinn. Und tatsächlich sind sie spurlos verschwunden, nachdem die Wahrheit ans Licht gekommen war, als sei ihr einziger Zweck erfüllt worden. Die Daten, die ich veröffentlicht hatte, schlugen im ganzen Sonnensystem hohe Wellen. Ich wurde ziemlich schnell als die Quelle des Leaks identifiziert. Und nicht nur gefeuert. Das CDI hat seitdem auch versucht, meine Zugehörigkeit vollständig zu leugnen und mich mit allerlei anderen Vorwürfen in Verruf zu bringen. So sehr der garianische Staat auch versuchte, die öffentliche Meinung zum Sektor 2-Unglück zu manipulieren, die Daten waren unmissverständlich und echt. Vor 40 Jahren hatte eine Gruppe von Politikern, wirtschaftlichen Eliten und dem CDI unter der Führung der damaligen CDI-Direktorin Emilia Thorne eine geheime Operation eingeleitet, deren Ziel es war, die saviantische Kolonie auf Drovia zu sabotieren. Mittlerweile war mir klar, wieso Mrs. Thorne den Chief gefeuert hatte, als er der Wahrheit zu nahe kam, und wieso sie Cox Verhaftung angeordnet hatte, als sie herausfand, wer er war. Sie wartet derzeit auf ihren Prozess, zusammen mit einigen großteils im Ruhestand befindlichen Politikern, die auch in die Verschwörung involviert waren. Laura ist wieder frei und wirkt relativ normal.
Aber ich frage mich jeden Tag, welche Wunden die ganze Erfahrung hinterlassen hat. Obwohl ich weiß, dass ich nicht direkt dafür verantwortlich bin, werde ich mir nie verzeihen, dass sie in die Sache mit hineingezogen wurde. Und ich? Ich bin wieder frei. Zumindest so frei, wie ich es vorher war. Aber mein Leben hat sich für immer verändert. Catherine und ich sind wieder zusammen, so seltsam das auch klingen mag. Alles ist jetzt anders. Die ganze Welt ist so anders, dass vielleicht wieder etwas Gutes dabei rauskommen kann. Sie ist relativ normal. Und zuletzt Zora. Mit Abstand die seltsamste Person, die ich in meinem Leben getroffen habe. Trotz ihrer grausamen Taten bin ich dankbar, dass sie mir geholfen hat, als es wirklich darauf ankam. Das CDI brauchte eine ganze Weile, um mehr über ihr früheres Leben herauszufinden. Anscheinend war ihr Name einmal Elizabeth Davis. Sie und ihr Freund Boyd waren als Teenager gemeinsam davongelaufen und den Söldnern in die Hände gefallen. Beide stammen aus wohlhabenden garianischen Familien und man hatte beide als vermisst gemeldet und später tot geglaubt. Zora wird diese Woche einem Richter vorgeführt und ich werde da sein, um eine Aussage zu machen. Es mag seltsam klingen, aber ich hoffe, dass sie eines Tages wieder auf freiem Fuß sein wird. Late in the evening, the lights are still. Gutes Spiel. Bloß ein bisschen zu. Ich denke mal, werden die Namen nicht so. Von diesen ganzen Planeten und schieß mich tot da Fraktion, das war halt ein bisschen verwirrend. Viel zu lesen, ja, mein Gott. Knack, genau. Supported by Federal Ministry of Transport of and Digital Infrastructure. Okay. Und nur? Gucken wir mal in mein schlaues Buch. Will it have matter? Is there a call? Das können wir abhaken. Will it be love? Weiß halt nicht, wie Game Deck ist. Ob dort auch so viel zu lesen ist. Kennt jemand von euch schon The Vanishing of Evan Carter? Unterstützt euch Andy Scheuer, echt jetzt? Obwohl, das stimmt ja, Transport und digitaler Infrastruktur. Ach, scheiße. Der hat was Gutes gemacht. Das kann er sich jetzt für immer anheften. Scheißegal, wie viele Milliarden der verheizt hat. Praktikanten. Aber ich denke mal, ein bisschen andere einprägsamere Namen für die Fraktion und man hätte da vielleicht auch mehr Sinn drin erkannt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das mit Milex so richtig war, was wir da eingegeben haben. Und was da passiert wäre, wenn wir was anderes eingegeben hätten. Ob wir da vielleicht ein anderes Ende gehabt hätten, wenn wir da Dyson genommen hätten.
kennst nicht The Vanishing of Evan Carter? Oh Gott, wo habe ich denn das gleich? Warte mal, das dürft's mir doch hier auch anzeigen. Nee, das nicht. Installiert habe ich es sogar schon. Nice. Ach, bei Epic. Da wird es eh in Epic erstmal aufmachen, aber ich gehe erstmal hier. Oh, ich habe Krebs noch drin, ey. Trigger. Spielen. Ach, warte mal. Epic. Ich muss mir doch die Spiele sichern. Lul. Nicht, dass mir was Cooles entgeht. Ach so, ist schon 28. Ich glaube, das müsste schon wieder die 9 sein, oder? Sagt mir gar nichts. Aber naja. Geschenkenbarsch. Sieht nicht aus wie ein Spiel für mich, aber naja. So, deckt er jetzt trotzdem los oder hat er das jetzt gecancelt dadurch? Muss halt hier direkt. Zack. Ich hatte es noch nicht an, also es könnte laut werden. Wir müssen mal kurz gucken, wie wir den Ton abgestimmt kriegen. Machst du das jetzt oder machst du das nicht? Das müsste ich auch mal zocken. Könnte man auch mal wieder zocken. Ah, so ein Haufen. Abduction könnte man auch mal zocken. Das ist, glaube ich, auch ein schönes Rätselspiel. Warum müsste das jetzt nicht starten? Ich beende Epic mal wieder. Ich glaube, da muss ich mit dem Affengriff ran, ne? Dass er es komplett abschießt. Hier werden wir es nicht sehen. Doch hier. Warte. Beenden. Zack. So, und jetzt gehen wir nochmal rein. Macht er jetzt hier noch was oder nicht? Ich gehe mir in der Zwischenzeit noch ein neues Erfrischungsgetränk holen. Na, der will wohl irgendwie nicht so richtig, hä? Sehr merkwürdig. Ich verstehe das nicht. Irgendwas scheint da hier Probleme zu haben. Oder warte mal, kommen wir damit rein?